Ist es der richtige Aufzug? Wir werden es erfahren. Es fährt ein Aufzug nach nirgendwo. Muss auf jeden Fall mal wieder. Oh, guck mal, wie heldenhaft er sich hinstellt. Ja. Ich glaube die ganze Zeit, jetzt kommt jemand fürs Instagram-Foto vorbei. Aber wo Instagram-Foto? Ich habe gestern Abend, weil es plötzlich auf Netflix war, den neuen Jumanji-Film angeschaut. Also ja, nicht den ganz neuen, sondern den halt. Den mit The Rock. Ja. Fand ich voll geil. Fand ich auch. War total überrascht. Fand ich total sympathisch und nett. Ich bin damals im Kino noch geguckt und es war. Echt? Ein spitzen Film. Ja. Wir haben sogar noch einen Punkt. Nette Sache. Wir wollen ja Macht. Also mir geht die Macht immer zu schnell aus. Deswegen eher, was ist hier unten? Erweiterte Macht, Regeneration, Massenschub. Nee, erstmal Regeneration. Ja, erstmal Regeneration. Erstmal die passiven Sachen. Obwohl, den Massenschub ist wahrscheinlich auch nur eine verbesserte Version vom Schub, oder? Ja. Was war hier? Ach, hier ging ja eh nichts auf. Nee, das geht nicht auf. Ja, dann ist eh für ein Arsch hier. Wir müssen unten das andere Ding nehmen. Jetzt sind aber die ganzen Heinis wieder da. Ach nein, hier musst du auch mit der Rutsche? Ah ja. Ist jetzt aber nicht die Rutsche, wo wir das aufhalten müssen, ne? Nee nicht. Die woanders. Ich hoffe für uns alle nicht. Lass die doch. Was kommen die hier wieder? Aber muss ich die bekämpfen? Ja, auch alte Dark Souls Methode, eigentlich nicht. Jetzt an vielen vorbeilaufen. Halt mal, achso, war das der? Weiß ich nicht. Alter. Das war auch arbeitssicherheitsmäßig zu, ja, auch gefährlich. Dachte ich mir bei Star Trek immer, wie schnell die Türen da auf und zu gehen, ja, dass da nicht mal jemand eine Hand drin verliert oder so. Ich glaube, die sind aber nicht so scharfkantig. Gibt es ja in Star Trek überhaupt jemanden, der irgendwie so kriegsversehrter ist, also dem irgendeine Gliedmaße fehlt? Ja, Nock wird ja, der leider ja schon, wo der Schauspieler jetzt vor kurzem verstorben ist. Ach so. Wird ja im Krieg gegen das Dominion schwer verletzt und ich glaube, er verliert auch einen Körperteil. Aber das wird dann aber prothesemäßig oder genmäßig irgendwie wieder rangehauen. Ich wollte gerade fragen, also ist das überhaupt so, dass die Medizin des Star Trek noch gar nicht weit genug ist, dass sie das wieder. Ich weiß nicht, ob sie dann die Organe ranzüchten oder ob das prothesenmäßig läuft. Aber er hat dann auch ganz lange Probleme damit, vernünftig umzugehen. Ich verstehe das nicht ganz, warum dieses Verlangsamen manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ich würde tippen, dass du es falsch machst. Aber auch nur aus Erfahrung. Ja, valider Tipp, natürlich falsch, aber. Oh, schau mal, wer da wartet. Oh nein. Ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Der schießt schon seit einer dreiviertel Stunde auf. Ich bin unterwegs. Wo haben die eigentlich keine Waffen an dem Schiff? Komisch. Hat irgendwie geklappt. Smart. Das ist smart. Der kippt mich doch jetzt rein. Oh shit. Ich brauche Hilfe! Sind das eigentlich eher Minen oder explodieren die in jedem Fall? Das kannst du bestimmt zurücksteuern. Die sind richtig stark. Nochmal, mach's nochmal. Was für einen geilen kleinen Hüpfer er gerade gemacht hat. Das hat geklappt. Ich fand immer das Größenverhältnis von den Dingern komisch. Von außen sehen die, von innen sah das immer größer aus, als sie von außen aussehen. Geh mal hin. Im Film sieht es doch aus, als könnten da bequem ein, zwei Leute drin sitzen. Da, der war da drin. Und Chewie. Kann ich das jetzt scannen? Das weiß doch jeder, wer das ist. Aber das kann er nicht scannen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, das Spiel würde jetzt ein für alle mal klären, wie AT-ATs wirklich ausgesprochen werden. Oh, okay. Also es gibt ja die zwei Schulen was von. Was, die zwei Schulen von was? Die zwei Schulen. Ach, Schulen. Das auszusprechen. Entweder AT-AT oder AT-AT.
Also ist das denn für ein Scheiß? AT-AT eher sagen. Und AT-ST aber, weil AT-ST ist doch irgendwie komisch. Ist das so ein wir finden Episode 1 bis 3 gut Ding? Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir jetzt mit unserem... Jetzt steigen wir mal ins Schiff ein. Ja, weg hier. Das reicht. Ja, alles kaputt. Ist ja nur ein nasser Klumpatsch hier. Ein Haufen Weltraumschrott. Objektiv betrachtet. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Servo-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Ach, komm. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Dein Vater wurde von Darth Vader verraten und ermordet. Also meinst du, Second Sister ist... Ja. Bitte, ich versuche gerade mich zu konzentrieren. Sonst hätten sie ihr keinen Namen gegeben. Kann ich ihm jetzt hier den Dings geben? Diese Blume? Ich feuer dich an. Okay. Das ist ein kurioses Element. Wenn man mich gefragt hätte, was wird wohl das Sammelobjekt in diesem Spiel sein? Im Leben wäre ich nicht drauf gewesen. Ja klar, Blumensamen. Ja. Ist ja auch irgendwie in jeder so, Star Wars-Geschichte. So ein Jedi-Holocron oder irgend sowas. Ja. So, jetzt wird gepimpt, Freunde. Ich habe übrigens ziemlich gefragt, es gibt noch mehr Lichtschwertfarben. Nein. Doch. Cool. So, was haben wir neu? Oh, das finde ich eigentlich jetzt... Ich bin ja ein Fan von so Understatement-Sachen. Das da? Ja. Die anderen sind alle irgendwie so. Das hier, Pflicht und Entschlossenheit. Schalter. Mut und Weisheit 2. Unten in der zweiten Zeile ist was. Das finde ich auch gut. Hülse. Nee, zwei sind dann zu viel davon. Mit dem Umwickelten ist aber eigentlich auch ganz gut. Welches ist das da? Ja, auch so ein bisschen. Das würde bestimmt auch Dings hier gefallen. Wie heißt der aus? Ist das hier so grünlich oder ist das golden? Das ist golden. Das ist aber geil. Wie heißt der hier die... aus Episode 7 und 8? Mädel? Ray. Die hat doch auch so einen Wickelfetisch.
Ihr hättet immer so Wickelsachen an, das stimmt. Obwohl ich das so, ich finde das in Episode so geil, die Klamotten, die sie da anhat. Mit diesem Achselfreien und dann die Arme so umwickelten. Diesen Look von den Sachen, das finde ich so ein cooles Design. In dem neuen Film ist oder in Episode 8? Nee, also auch in Episode 7. Ach so. Das ist am Anfang der Wüste. Ja. Das finde ich, das ist so ein cooles Design. Ist alles okay? Danke fürs Gespräch. Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Das war auch echt ganz gut gelipsynkt, auch mit der deutschen Vertonung, so wie die Mimik und so ist. Hier könnten wir jetzt weiterfliegen, können wir hier noch irgendwo rumdrücken und Sachen kaputt machen. Geil, dass man immer auch rausgucken kann. Oh, ne? Sogar Light Rays, Ratio, also hier God Rays. God Rays. Also. Ich habe erst gelesen, idiotisch genau. Benutzen. Also ist das? Also Leute haben letztes Mal gesagt, wir sollen unbedingt auf hier auf Datomir, das war das, oder? Bogano haben wir angefangen, wir sollen dahin. So Datomir. Unbedingt. Weil wir sonst irgendwas verpassen. Okay, dann fahren wir doch mal hin. Ich meine, irgendwann würden wir doch da sowieso hin, ne? Ich weiß nicht, ob man auf alle Planeten wirklich hinkommt. Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Du ins Cockpit. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende bei einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wie aufgeregt wird hier einzeln rum. Setz dich hin, Kleiner. Kennt man die Schwestern der Nacht? Weil ist das nicht so eine Melodic Metal Band? Ist auch einfach ein geiler Look. Aus dem Raum springen. Ja. Das ist auch in Rogue One so geil, wo sie da, wo die Flotte dann da rausspringt. Hammer. Wie? Also gut getan, wie wir das wieder gemacht ja, haben. Ja, immer gewusst. Kerl, naja, sei vorsichtig. Wie wir das gemacht haben mit der Macht. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Zu den anderen Orten. Jetzt gehen. Ich bin auf alles vorbereitet. Das weiß ich, Kerl. Darum hat BD-1 dir auch Cordovas Informationen anvertraut. Gut, dich hier zu haben. YouTube vorbereitet ist. Nee. Niemand ist auf GameTube vorbereitet. Das wird die schlimmste Prüfung seines Lebens werden. Alter, hier passt ja sogar niemand erwartet die spanische Inquisition. Es ist ja sogar Inquisitoren überall. Sind. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Zeug festhalten, oder? Aber was noch. Ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Ach, das ist das, was Dimi meinte, Mini-Rancor-mäßig. Hier hängt da was an der Decke? Ist das nicht das gleiche, was wir schon besiegt haben? Auf dem anderen Planeten? Nee, sieht so ein bisschen anders aus. Oh, jetzt hat er, jetzt killt er hier gerade andere Sachen. Ist abgelenkt. Hoffentlich killen die den auch ein bisschen. Ich fürchte. Geil, ach nee, nein! Was ist das? Wow! Unter das Geschoss geschleudert. Los, kleiner Käfer, kill ihn! Irgendwie hat's geklappt, aber nicht so, wie ich dachte, dass es klappen würde. Au, 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 au! Säure heiß. Au! Blutdruck
Fluchtrückenspinne. Fluchrückenspinne. Kann Fernangriffe mit giftigem Speichel ausführen, sondern nach dem Tod eine toxische Säure ab. Die heimtückische Fluchrückenspinne ist aufgrund ihres Gifts ein nicht zu unterschätzender Gegner. Sie lebt bevorzugt in Erdlöchern, ist aber ausgerechnet flink und eine geschickte Kletterin. Fühlt sie sich bedroht, kann sie giftigen Speichel auf bis zu 12 Meter entfernte Gegner speien. Wird sie getötet, ist Vorsicht geboten, da sie nach ihrem Tod eine toxische Säure absondert. Der hier? Niederer Nydak. Niederer Nydak setzt auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven und unerbitterlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren. So Sätze auf einen, okay. Kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Okay, das soll man merken. Und wie Frankreich denn? So ein Nationalverräter? Ja, genau. Der in den Legenden als Geißel von Datomir bezeichnete tödliche niedere Nydak ist ein flinker und hochgradig aggressiver Alpha-Predator. Aufgrund seines ständigen Hungers nach Fleisch und der unermüdlichen Jagd nach Beute ist er für nahezu alle Lebensformen ein tödlicher Gegner. Mit seinen kräftigen Armen bewegt er sich auf einzigartige Art und Weise durch das Gelände und kann seine Beute dadurch häufig überraschen. Predator. Predator. Das Panorama. Und wenn ich Alpha Predator, das ist doch bei Godzilla, sagen sie doch auch immer so ein. Und auch nur Alpha Haupttier, oder? Ich glaube, sie sagen Alpha. Ja, total cool aus in der, hast du gesehen, in der Entfernung mit den. Die Hydratis wächst in trockenen Felsgebieten. Sie filtert die Luft mit Filamenten, die Staub und Bakterien binden. Nach der Filterung kontrahieren sich die Filamente, um saubere Luft in das Innere der Pflanze zu leiten. Dadurch bildet sich ein Feuchtigkeitsfilm, aus dem die Hydratis die geringe, für ihre Überlebenden erforderliche Menge an Wasser absorbieren kann. Was heißt das? Schau mal, wie geil das mit dem, mit den Kindern im Hintergrund aus. Wie? Ja. Was, wo warst du denn? Nee, da, gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nach da oben. Wenn du jetzt hier vor der Pflanze steht, dann gucken wir nach oben. Ach, das? Siehst du das? Ja. Das sieht so geil aus, wie es so ganz in der Entfernung ist. Das sieht halt wie ein Artwork aus. Ja. Ist aber wahrscheinlich tatsächlich begehbarer Level. Dieser Standardspruch von der E3 von vor 2 Jahren. Überall da, was ihr sehen könnt, könnt ihr auch hingehen. Also ich dachte, das war. Eine kleine Ratte hat mich angesprungen, aber er war es nur BD1. Was hat er jetzt gesehen? Der Gorni Lauser. Das ist so ein Ding, hatten wir nämlich vorhin auch schon. Bestattungskapseln. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsriten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden 3-mal in magischem Wasser gewaschen. Die Zwirren handgeflochten und mit einem Schutzzauber belegt, während der Leichnam mit duftenden Ölen balsamiert wurde. Da ist aber hier jemand rausgefallen, oder? War die Spinne da drin? Nee. Was bringt das eigentlich? Kann ich das runterhauen? Nur mit der Macht gegenschlagen. Nicht so wirklich. Hier lang, lang laufen? Ja. Das sieht aus, als könntest du. Gehen. Oh nein, das ist. Ich bin durchgeschaltet. Schnell, Hilfe! Schön unterbrochen. Die Frisur sitzt. War noch eine. Aidi-Taft. Da ist noch einer drin. War einer drin. Vorne sitzt auch ein. Es ist schon gut, wenn die springen, diesen Schub zu machen, weil dann haben die überhaupt keine Bodenhaftung.
Vergleich Sense. Wie, da passt er nicht durch. Kommst du von der anderen Seite dann? Oh, ist auch ein bisschen komisch, ne? Also. Ach, schau mal, hier kannst du hochlaufen an der Wand. Dann über die Ecke und dann über die Ecke. Also. Rechts ist auch noch eine Kiste gewesen. Wo? Geh mal, dreh mal die Kamera nach links. Links? Da. Ah, ja. Hey! Also, was war drin? Avin Prime. Und ist aber nicht als Planet. Ich glaube, das ist der. Sieht genauso aus. Ich glaube, der. Nee, das ist. Das ist, glaube ich, das hier, oder? Den haben wir gerade an. Purpurrot. Ja. Ach so, da unten, ja. Und das ist das. Das ist wohl orange, oder? Der ist jetzt an. Jetzt gehen wir auf das andere zurück. Der hat Streifen. Der hat diese. Diese Ford Mustang-Streifen, ja. Mal hoch. Dadurch ist der ja auch gleich schneller. Auto auch so. Ich glaube, du musst über die andere Ecke. Das war vorhin, glaube ich, nur Zufall, dass du so hochgesprungen bist. Also erst nochmal abspringen und dann weiter. Plastik. Ist ja geil. Origin. Hä? Okay. Ich sag dann sogar, wenn niemand anders aufgehört hat, das Spiel zu spielen. Schwester der Nacht Training. Viele Jahre vor ihrer Auslöschung kamen die Schwestern der Nacht in dieser Gegend zusammen, um ihre Magie zu trainieren. War das nicht in den Comics und Büchern von der Old Republic? Dass das auch alles. Da liegt so ein Drache. Ich dachte auch, es liegt so eine Riesenschlange, ne? Dass das auch alles so ein bisschen mehr in Richtung Magie ging. Ja. In den Spielen ja nicht so doll, ne? Ja. Ich habe halt ein paar Old Republic Comics gehabt, nämlich immer diese. Ne, halt, war Ki Adimundi nicht auch? Der war doch in den neuen Spielen nur noch so als Hologramm irgendwie dabei. Da war das. Nee, Quatsch, das war nicht Old Republic. Ki Adimundi ist viel später. Der ist dann im Jedi-Rat, aber in den Filmen immer nur so als Hologramm zu sehen. Das ist der mit diesem so einem langgezogenen Fleischkopf, wo oben so ein Zopf irgendwie dran ist. Weiß ich aber ehrlich gesagt nix. Dann hat sie nie gegeben. Fenster hier. Wollen wir hier aber auch nicht hin. Aber hast du denn Old Republic Comics gehabt? Ich glaube schon. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich an Geschichten daraus erinnern. Ich war letztens bei René und der hatte irgendwie leider alte Comics noch rausgekramt, also aus dem alten Kanon, die dann quasi die Luke Skywalker Geschichte weitererzählt haben. Mit dem Imperator, der tausende Klons hat. Splinter of the Mind's Eye und wie ist das andere? Irgendwie ist hier noch Kampfmusik, aber ich weiß nicht gesagt, warum. Hier. Aktionspunkt. Sie öffnet sich nicht. Das ist nicht die Tür, die ich suche. Mein Gott, ey, wie ich mich anstelle. Du siehst jetzt auch nicht mehr viel Gesundheit. Ich brauche einen. Das klappt nie, ey. Der schwere Angriff. Mach den jetzt auch einfach nicht mehr. Okay. Die ist voll cool. Die aus der alten, aus der neuen, aus der Prequel-Trilogie. Muss gestehen, was die Musik angeht, kann ich das nicht auseinanderhalten. Ich habe kein Ohr dafür. Dann haben sie aber einen guten Job gemacht.
Obwohl ich das, die Musik von, also ich könnte sie jetzt, wenn sie so einzeln läuft, nicht erkennen, aus welchem Teil das ist. Aber ich mochte total die Musik, die in so der ersten Hälfte von Episode 7 lief. Bin total ein Fan von der ersten Hälfte von Episode 7. Ich finde das so geil, die ganze Eröffnung mit ihr im Sand und auch wie sie diese Bilder, wie sie da aus dem Sternzerstörer rauskraxelt und da runterrutscht zu ihrem Wagen. So geil. Oder zu ihrem Bike. Auch ein bisschen diese Ruhe, die diese Szenen hatten. Pilzlinge. Pilzlinge sind eine wichtige Zutat für die Tinte, die Brüder und Schwestern der Nacht für ihre Tätowierungen benutzten. Die Pilzlingshülsen werden dazu aufgekocht, bis sich eine zähflüssige gelbe Paste bildet. Diese wird zur Erzeugung verschiedener Farben mit Lehm, Asche oder anderen Pigmenten vermischt. Warte. Weitergegangen. Was kann man jetzt so in Europa aktuell auf gar keiner Plattform mehr gucken, oder? Irgendein Dienst noch dabei? Doch jetzt ist dieses komische. Dürfte jetzt dadurch, dass es bei Disney Plus ist, überall anders raus sein. Aber das Disney Plus gibt es doch wiederum in Deutschland. Das ist richtig. Gar nicht, ne? Scheiße. Kommt denn jetzt bei Disney Plus kommen auch die ganzen Marvel-Serien, oder? Wo sind wir? Hier ist zu. Da ist unser Raumschiff. Was heißt gelb unerkundet? Unerkundet. Weiter. Nochmal da zurück und wieder weiter nach oben. Weißt du, dass ich die nächsten Staffeln von dieser Titans-Serie ja auch nicht bei Amazon kriege, oder? Wieso Titans? Ist doch DC. Ach stimmt. War DC nicht auch bald irgendwie einen eigenen? Bestimmt. So, hier muss es doch jetzt irgendwo hochgehen. Also außen. Was war das? Also. Schwer zu lesen. Hättest du gedacht, außenrum geht's weiter nach oben. Hier so. Haben wir ja schon. Du kannst hier auf jeden Fall nochmal hochklettern und gucken, ob es nochmal einen anderen Weg gibt. Jetzt sind wir doch hier. Hier ist es jetzt irgendwo seitlich unerkundet. Also hier drüben wahrscheinlich. Guck mal da, über den Ast dann. Ah ja. Wurzel. Richtig. Mal zu lang. Ne, warte mal, dann schließt sich bloß der Kreis, der sich da wieder schließt. Da war die Kiste. Ich glaube, du kannst auf der entfernten Seite noch weiter. Schau mal da vorne. Wo das Segel hängt. Ja. Da kannst du wahrscheinlich auch wieder ein Seil runterspannen. Vorsicht, ich bin noch. Das Wegschubsen ist einfach immer wieder. Wissen die nicht, dass die mal leben, weil die doch spinnen sind? Nicht. Oh, ich bin ganz schön im Arsch. Aber hier. Abkürzung. Mir alles egal. Nimm mal Gesundheit. Achso, hast gar keinen. Richtig. Danke, BD1. Unheilvolle Statue. Keine Daten gefunden. Aussehen verheißen nichts Gutes. Okay. Dann lass es doch mal hier reinspazieren. Die Sepho waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig.
Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Hä, was ist denn mein Handeln? Er zittert vor Angst. Ziemlich schreiend davongelaufen. Schnell, bevor er sich erholt. Ja, toll. Komplett im Arsch, die Schweine. Dein Ende naht. Alle werden so, weißt du, was vorhin übrigens hattest, als du den einen dann quasi so Insta-Kill-mäßig drauf hattest? Nee, was? Du hattest ja wahrscheinlich auch seine Ausdauer runtergeschlagen. Das ist ja auch immer noch ein Element. Wir haben ja auch diesen weißen Ausdauerbalken. Ja, ganz vergessen. Ich muss mich jetzt eigentlich nicht tangieren, weil ich kann doch einfach hier mit diesem Segen wieder direkt hoch. Was ich übrigens ganz vergessen habe, ist, dass wir eine Pause machen müssen. Dann machen wir jetzt auch einfach mal eine Pause. Also bis dann. Ciao. Bis dann.